Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch meine Weihnachtsgeschenke 2017. Ich weiß, Weihnachten ist jetzt schon eine Woche her, aber ich wollte euch einfach gerne meine Weihnachtsgeschenke zeigen, die ich bekommen habe. Und ja, ich sitze hier gerade vor meinem Weihnachtsbaum und das Licht ist auch nicht so gut, ich weiß. Ich bin auch nicht wirklich geschminkt, weil keine Lust. Und falls ihr euch fragt, was ich meinen Haaren angetan habe, dann schaut euch auf jeden Fall meinen letzten Vlog an, da erzähle ich alles. Aber ich hoffe, dass es bald wieder rausgeht, denn es ist Gott sei Dank nur auswaschbare Farbe. Aber lasst euch davon nicht ablenken. Und ja, ich habe meine ganzen Geschenke hier unter meinem Baum stehen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch sofort an. Also ich habe natürlich auch mega viel Süßigkeiten bekommen, die hier gerade auch neben mir stehen. Und natürlich Geld, aber das muss ich euch nicht zeigen, so wie jedes Jahr gesagt. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach an mit den Sachen, die ich von Arbeit bekommen habe. Und zwar habe ich von meiner Kollegin einmal dieses Buch hier bekommen. Und zwar von Nathalie's Dandy Ford, Verflixt, Vertauscht, Verliebt. Ist ein Jugendbuch und ja, freue ich mich auf jeden Fall, denn Bücher gehen immer. Und dann habe ich von ihr noch so ein kleines Set bekommen, was ich jetzt schon aufgemacht habe. Und zwar ist das von Douglas, einmal eine Glitzernagelfeile und eine Handcreme Magical Winter. Ja, ich weiß nicht, kann man das jetzt sehen, aber auf jeden Fall sind das diese zwei Sachen. Finde ich auch sehr süß. Und dann habe ich das hier bekommen. Und zwar ist das ein Tolino Page, also ein E-Book-Reader, weil ja, man immer sehr viel bekommt, auch für den E-Book-Reader. Und deswegen habe ich den bekommen. Freue ich mich auf jeden Fall, ist natürlich immer sehr praktisch, wenn man unterwegs ist und sowas, und da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr drüber. Ich werde jetzt nicht zu jedem sagen, dass ich mich darüber freue, denn ich habe mich natürlich über alles mega gefreut. Bin sehr dankbar für meine ganzen Geschenke, die ich bekommen habe. Und ja, ich würde sagen, jetzt mache ich mal weiter. Ich nehme jetzt einfach mal diese Tüte hier. Und zwar habe ich von einer Freundin von unserer Familie diesen Koffer hier bekommen. Und zwar ist das ein Schminkkoffer, was mega cool ist, denn wie ihr wisst, ich liebe Schminke. Und hier ist allerhand drin, also hier sind Lidschatten drin, Blush, Bronzer, Nagellacke, Lipglosse, Lippenstifte, hier oben sind noch Lipliner und Kajalstifte, ein paar Pinsel. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Die sind auch richtig gut pigmentiert. Habe ich alles schon ausprobiert und ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Kann ich immer gebrauchen. Dann habe ich noch hier ein paar Karten. Also es sind ein paar Weihnachtskarten. Dann habe ich noch einen Gutschein bekommen von unserem Laden, also von dem Laden, wo ich arbeite. Auch immer sehr praktisch. Und einen Kinogutschein habe ich auch noch bekommen. Ich werde auch heute gleich ins Kino gehen. Und jetzt machen wir mal weiter mit dieser Box hier. Das habe ich bekommen von, ich sag jetzt einfach nicht mehr dazu, von wem es ist. Es ist der Rest jetzt ist von meiner Familie halt und ich mache das jetzt hier mal auf. Und zwar war hier einmal diese Kerze dabei und zwar ist das von Yankee Candle Vanilla Cupcake. Riecht richtig krass, also richtig, richtig gut. Und ich weiß ja, dass die Yankee Candle Kerzen richtig gut sind. Deswegen habe ich mich da auch sehr drüber gefreut. Und die riecht auch richtig gut. Und da drin war dann auch noch das hier. Und zwar von Rituals. Das The Ritual of Ayurveda. Ein Natural Dry Oil für Körper und Haare. Riecht auch richtig gut. Ich habe davon so eine kleine Probe. Und ich freue mich schon mega, das auszuprobieren. Weil ich habe die kleine Probe auch noch nicht ausprobiert. Deswegen freue ich mich da auf jeden Fall sehr drüber. Ich habe gesagt, ich will das nicht mehr dazu sagen, aber ich sage trotzdem dazu. Okay, dann machen wir weiter. Ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll. Ich habe noch eine Handtasche bekommen. Vielleicht kennt ihr die schon? Ich habe die in meinem Primer-Call gezeigt, weil ich die gekauft habe und abgegeben habe. Und zwar ist das diese Tasche hier. Die ist richtig schön groß, eine richtig schöne Farbe und sieht richtig mega schön aus. Und da drin ist noch einmal ein T-Shirt. Das ist so ein gecropptes T-Shirt. Richtig cool für den Sommer. Sieht auch so sehr sportlich aus. Und dann habe ich hier drin noch einen Pullover. Und zwar von KF. Weil von wem sollte ich sonst Pullover geschenkt bekommen? Aber okay. Und zwar ist das dieser beigefarbene Pullover.
Hoodie, wie auch immer man das nennen mag. Und zwar, ja, ist jetzt dieser beigefarbene Hoodie, hier steht KF drauf, richtig cool, also ich freue mich schon, das alles anzuziehen. Dann habe ich noch dieses Paket hier, und zwar ist das ein Bademantel. Mega cool, ich habe nämlich mal gesagt, dass ich mal einen neuen Bademantel bräuchte, und das wurde sich gemerkt im Kopf, und jetzt habe ich diesen Bademantel bekommen, und oh mein Gott, der ist so flauschig. Erstens sieht er richtig, richtig schön aus. Ich kann den gar nicht richtig zeigen. Auf jeden Fall halt ein langer Bademantel. Hat dieses richtig schöne Muster mit diesen Ärmeln hier. Und er hat sogar eine Kapuze. Wie cool ist das denn bitte? Und noch so eine Bommeln dran. Und der ist richtig flauschig. Oh mein Gott, ich freue mich mega, den jetzt gleich halt mal anzuziehen. Also richtig cool. Dann nehme ich jetzt hier die nächste Tüte. Und da drinnen ist noch ein Buch, weil meine Weihnachtsgeschenke, Bücher, kann man nichts falsch machen. Und zwar ist es einmal das hier von Corinna Bohmann, eine wundersame Weihnachtsreise. Also ein richtig schöner Weihnachtsroman, freue ich mich mega drüber, weil Bücher gehen immer bei mir. Dann habe ich noch das hier bekommen, und zwar ist das so ein Kantenhocker, den man halt hinsetzen kann. Das ist so ein Elch mit einem Teddybär, richtig süß. Weihnachtsdeko geht immer, deswegen sehr, sehr cool. Und hier drin ist dann noch diese Box gewesen, also hier waren meine Geschenke drin. Und ja, die Box ist auch sehr süß. Frohe Weihnachten. Genau. Und ja, ich kram mal die nächste Tüte vor. Und zwar habe ich jetzt hier die Tüte. Oh mein Gott, die sieht schon so schlimm aus. Ja, hier habe ich einmal das hier, und hier war was richtig cooles drin, und zwar einmal ein Primark-Gutschein. Ha, für mich mega cool. Ja, ein Primark-Gutschein, damit ich wieder shoppen gehen kann. Sehr gute Idee gewesen auf jeden Fall. Dann habe ich zwei DS-Spiele bekommen, und zwar einmal Mario Kart 7, weil ich noch das uralte Mario Kart habe und ich gerne das neue haben wollte. Habe ich auch schon gespielt, sehr, sehr cool. Und dann habe ich noch ein Spiel, und oh mein Gott, Leute, ich habe das seit den letzten Tagen von früh bis abends durchgesuchtet. Okay, und zwar ist das hier, das ist Disney's Magic World 2. Richtig cooles Spiel. Oh mein Gott, Leute, das ist richtig cool. Also hier sind auch über 100 Disney-Charaktere dabei. Richtig, richtig cool. Also top, dieses Spiel ist so genial. Sucht es nur noch. Dann habe ich noch das hier bekommen, und zwar ist das hier, und zwar ist das eine Kameratasche für meine Legria, denn ich habe immer bloß eine alte Schminktasche benutzt für meine Legria, aber das hier jetzt auch nicht so richtig geschützt, deswegen habe ich jetzt hier eine richtige Tasche für meine Legria, was richtig cool ist. Dann habe ich noch für meinen DS neue Coverplates. Ich habe ja diesen DS von Animal Crossing, da sind halt diese Coverplates von Animal Crossing drauf. Und ich wollte gerne mal welche zum Wechseln haben, und da habe ich jetzt hier so eine blau-weiß karierten, richtig, richtig schön. Sieht dann mal ein bisschen schlichter aus. Und dann, oh mein Gott, habe ich noch einen Pullover. Und zwar ist das der Hoodie von Crispy Rob. Feiere ich auch mega, deswegen wollte ich diesen Hoodie unbedingt haben. Und ja, hier steht drauf Remember My Name von seinem Song. Ja, feiere ich mega, und deswegen freue ich mich umso mehr, diesen Hoodie zu haben. Es ist ja ein Oversized-Hoodie, deswegen richtig, richtig cool. Und ja, dann kommen wir jetzt schon zu der letzten Tüte. Reicht ja dann auch mal, würde ich sagen. Und zwar habe ich hier diese. Und hier habe ich noch was für meinen DS drin. Und zwar einmal eine neue Tasche, denn ich habe immer noch für meinen 3DS die alte DS-Tasche von meinem DS Lite, den ich davor hatte, und da passt halt der 3DS nicht richtig rein, deswegen wollte ich gerne mal eine neue Tasche haben. Und da habe ich die hier, und zwar sind hier von Mario diese ganzen Charaktere drauf, also nicht alle, aber Mario, Yoshi, Donkey Kong, dann diese Wolke mit diesem Vieh drauf, und hier unten sind diese komischen Haufen. Ich weiß nicht, wie man die nennt, aber auf jeden Fall sehr cool. Passt mein DS natürlich sehr gut rein und finde ich sehr, sehr cool. Und dann habe ich was richtig Cooles bekommen, worüber ich mich mega gefreut habe. Und zwar ist das hier. Und zwar ist das von Stitch, ein Kuscheltier. Ich liebe Stitch, ich finde den so süß. Ja, der ist unnormal süß, deswegen freue ich mich da gerade
Grad. Ich freue mich die ganze Zeit darüber. Und zwar, wie gesagt, richtig, richtig süß mit den Schlappohren. Wie oft habe ich jetzt süß gesagt? Aber er ist auf jeden Fall sehr, sehr süß. Deswegen mega cool. Und dann habe ich noch mehr Bücher bekommen, weil man kann ja nie genug Bücher haben. Ich kann nicht mehr sprechen. Und zwar ist das dieser Schuber hier, und zwar von Maze Runner, die Auserwählten, die ersten drei Teile. Also es gibt ja direkt nur drei Teile und dann gibt es noch so Sonderbände. Und ja, einmal die Auserwählten im Labyrinth, in der Brandwüste und in der Todeszone. Alle drei Bände in einem Schuber. Mega cool, ich habe die Filme. Also ich habe den ersten Teil schon gesehen, den zweiten wollte ich jetzt bald gucken und der dritte kommt ja jetzt bald im Kino. Sehr, sehr cool. Und ja, dann habe ich jetzt noch eine Sache auf einem Zettel, denn sie ist nicht pünktlich angekommen zu Weihnachten. Also zu Heiligabend ist sie leider nicht pünktlich angekommen. Dann ist sie angekommen am Mittwoch nach den Weihnachtsfeiertagen. Aber weil er nicht in Ordnung war, mussten wir ihn nochmal zurückschicken und haben ihn jetzt nochmal neu bestellt. Im Fall weiß ich jetzt nicht, ob dieser Hoodie noch ankommt, bevor ich dieses Video hochlade. Ich hätte ihn euch echt gerne hier eingeblendet gezeigt, wie er aussieht. Aber ich kann euch jetzt das Bild zeigen, wie er aussieht. Und zwar ist das ein Hoodie von Stitch. Und zwar steht da drauf Aloha from Stitch. Und dann ist Stitch drauf. Hier sind noch Blüten drauf. Und hier oben ist so also ein Kragen. Kann man das jetzt sehen? Ich hoffe, ihr könnt das jetzt erkennen. Und ja, der sieht richtig, richtig cool aus. Wie gesagt, ich hatte den ja auch schon nach den Weihnachtsfeiertagen. Aber wir mussten ihn jetzt nochmal zurückschicken und jetzt nochmal neu. Und falls er doch noch ankommen sollte, bevor ich dieses Video hochlade, dann blende ich ihn euch auf jeden Fall ein. Aber ich weiß es nicht, ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Deswegen, ja, hier, so sieht er aus und ich freue mich, wenn er da ist. Deswegen, Stitch, richtig, richtig cool. Und ja, jetzt habe ich alles. Unter meinem Weihnachtsbaum ist es jetzt leer und vor mir sieht es ganz, ganz schlimm aus. Und ja, das waren meine Weihnachtsgeschenke. Ich bin richtig, richtig dankbar für alles, was ich bekommen habe. Für mich ist es einfach noch nicht selbstverständlich, dass man so viel bekommt. Weil wenn ich das jetzt ja alles auf einem Haufen sehe, das ist so krass viel. Und deswegen bin ich da mega dankbar für, dass mir das ermöglicht wird, dass ich so viel bekommen kann. Und ja, genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ihr lasst meinen Daumen nach oben da, wenn es euch denn gefallen hat. Meine Social Media Seiten findet ihr wie immer in der Infobox. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Und ja, jetzt werde ich das Ganze erstmal aufräumen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!